In diesem Video möchte ich euch einmal das lang erwartete Update aus dem Beta-Becken geben. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie hat sich eigentlich hier das Beta-Becken entwickelt. Das Besondere an diesem Becken ist ja, dass es von vornherein ohne CO2 und ohne eine zusätzliche Düngung auskommen sollte. Und ich würde sagen, das hat sich bewiesen, dass das funktioniert. Aber lasst uns mal einen genaueren Blick in das Becken reinschauen und natürlich auch auf LoHa schauen, wie sich das Ganze gemacht hat in der letzten Zeit und was so die Erkenntnisse daraus sind, wenn man ein Becken wirklich ohne CO2 und ohne Düngung betreibt. Zuerst einmal, falls du die Einrichtung dieses Beckens nicht mitbekommen hast, dann schau jetzt mal oben rechts in der Ecke, da blende ich dir meine kleine Mini-Playlist ein, wo du einmal siehst, wie das Layout hier für dieses Becken entstanden ist und wie das Ganze dann am Ende bepflanzt wurde. Wirklich sehr, sehr schöne Videos, vor allem auch für dich, wenn du einen Kampffisch halten willst, denn da geht es wirklich explizit darum, wie kann man ein Becken geil scapen, aber trotzdem naturgetreu für einen Kampffisch einrichten. Ich habe gesagt, ohne CO2, ohne Düngung, aber wir haben trotzdem in dem Becken Soil benutzt, damit einfach die Pflanzen am Anfang so ein einen Boost bekommen können, und ich denke, das hat sich auch ganz gut gemacht, vor allem hier in Bezug auf den Bodendecker. Ich habe ja hier hauptsächlich Liliaopsis brasiliensis als Bodendecker eingesetzt. Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich noch so einzelne ganz, ganz kleine Bereiche Massilea crenata eingesetzt, weil ich das einfach so ein bisschen auflockern wollte optisch. Und irgendwo dazwischen ist auch noch Littorella uniflora. Allerdings erkennt man die schon fast gar nicht mehr, weil das ja fast genauso aussieht wie die Liliaopsis. Die Blätter sind eigentlich runder. Wir sehen hier so einen Bereich und da so einzelne Blätter. Lockert das Ganze einfach noch so ein bisschen auf. Ansonsten ist das Becken natürlich dominiert von dem großen Java-Farn hier in der Mitte, von dem Microsorum Pteropus Trident. Ich habe auch da jetzt noch letztens Pogostemon und Helfrien zugesetzt, das ist noch nicht ganz angewachsen. Aber alles andere in dem Becken hat sich halt perfekt entwickelt. Wir haben viele Busse Phalandras drin, wir haben hier das Korallenmoos, das Ricalia camindrofolia. Wir haben hier eine große Anubias, nämlich die Kaffeefolia. Und wir haben im Hintergrund noch zwei Kryptogrünen, von denen man ehrlich gesagt kaum was sieht, außer auf der Seite. Da sieht man so ein paar Blätter, auf der Seite sieht man quasi gar nichts. Was ganz interessant ist und was sicherlich auch die spannendste Erkenntnis aus diesem Becken bisher ist, wenn wir halt von keinem CO2 und keiner Düngung reden, das sind die Bluvigia palustris im Hintergrund. Die funktionieren in dem Becken durchaus, die werden auch angenehm rot, nicht so rot wie so eine Pflanze werden könnte, aber sie werden angenehm rot. Was aber auffällt ist einerseits, dass die Abstände zwischen den Blättern relativ groß sind im Vergleich zu einem Becken, was halt stark gedüngt wird, wo mehr CO2 reinkommt. Und was auch auffällt, die wächst unglaublich langsam. Das ist wirklich zäh, der zuzugucken, bis sie endlich mal aus den Gängen kommt. Ich habe die nämlich vor ungefähr 2 Wochen zurückgeschnitten, deshalb ist das Ganze jetzt noch so niedrig. Innerhalb von 2 Wochen wäre so eine Pflanze in einem meiner anderen Becken, wie zum Beispiel in dem 120F, schon locker wieder bis nach oben geschossen. Aber hier ist nach einem Rückschnitt echt Stillstand. Ja, also da muss man wirklich schon so ein bisschen Geduld haben, gerade wenn man Sachen zurückschneidet, dass das einfach super lange dauert, bis die wiederkommen. Wir können das hier hinten auch so ein bisschen sehen, da kann man es so schlecht filmen, aber hier vorne sieht man es natürlich auch besser. Die Verzweigung findet schon statt, ja, also dass man eben den Kopfstecken abschneidet und es entstehen 2 neue Triebe. Das findet schon statt, aber auf einem sehr, sehr langsamen Niveau. Und einige der Stängel sehen halt einfach unten schon relativ bescheiden aus, bevor sie oben weiter austreiben. Das heißt, der Übergang ist da eher nicht so schön. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man da einfach nicht so viel schneidet. Beziehungsweise die umgekehrte Erkenntnis daraus wäre eigentlich, so ein Becken wirklich halt hauptsächlich mit Pflanzen zu betreiben, die einfach nicht geschnitten werden. Weil alles andere hier drin habe ich noch nie irgendwie beschnitten. Wird wahrscheinlich auch erstmal nicht nötig sein. Ab und zu zupfe ich so ein bisschen was aus dem Moos raus, denn da muss man sagen, das ist die einzige Stelle, wo sich Algen bilden. Ich hatte in dem Becken generell wenig Probleme mit Algen. Dazu kommt natürlich, dass man trotzdem auch häufige Wasserwechsel machen muss. Das gehört einfach zu. Momentan einmal pro Woche 60, 70, 80% ungefähr. Also ich lasse das Wasser meistens so bis so weit ungefähr runter. Das heißt, wir haben hier so, ja, so 70% würde ich sagen, also ein vergleichsweise großer Wasserwechsel. Und auch am Anfang habe ich hier natürlich 2 bis 3 Mal die Woche die Wasserwechsel gemacht. Dann bleibt das auch relativ algenfrei, muss man einfach sagen. Ich hatte zwischendurch Probleme mit Cyanus hier unten an der Frontscheibe, deshalb ist jetzt hier diese braune Schicht drin, das ist nämlich Bacta 100. Da habe ich ja einen kleinen Pro-Tipp zu gemacht, auch den schau mal oben rechts in der Ecke, wenn du den noch nicht gesehen hast, wie man mit Bacta 100 gegen Cyanobakterien vorgehen kann. Das hat ganz gut funktioniert, so ganz leichte letzte Reste sieht man da noch drin, aber die werden demnächst auch verschwinden, ansonsten ist das hier alles sehr, sehr sauber. Und wie gesagt, es gibt ab und zu Grünalgen in dem Moos. Das Moos wird natürlich relativ schwach durchströmt. Generell ist die Strömung in dem Becken natürlich recht niedrig und das Moos sitzt relativ weit oben. Deshalb haben wir da sozusagen den Hotspot für Grünalgen. Das hält sich aber noch alles in Grenzen. Ich habe
ich konnte das so ein bisschen beobachten, so alle 4-5 Wochen mal so einen kleinen Schub Grünalgen. Und dann macht man vielleicht einen Wasserwechsel mehr und dann hat man die ehrlich gesagt auch wieder unter Kontrolle. Das heißt, das Ganze funktioniert wirklich recht problemlos. Und das bisschen, was da jetzt an Grünalgen zwischen ist, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Wie gesagt, ab und zu muss das Moos sowieso ausgedünnt werden, weil die Potzer sonst zu dick werden. Du kannst das da hinten sehen an der Bucephalandra Purple Ghost. Da habe ich quasi letztens alles abgezupft. Deshalb sieht man da jetzt auch die Klebestellen noch. Aber auch das kommt natürlich wieder. Hier wird es demnächst wieder Zeit, da so ein bisschen was abzuzupfen und hier auch. Und dann kommen da natürlich die grünen Algen auch mit raus und dann ist das Ganze auch wieder sauber. Ansonsten sind in dem Becken neben dem Beta Aloha noch aktuell einige Geweihschnecken und einige Posthornschnecken, die sie hier vorne gerade rumhängen. Und es sind auch noch Garnelen da drin, nämlich die Black Rose, die Neocaridina Davidi Black Rose. Von denen sieht man allerdings ja sehr, sehr wenig, weil das Becken ist relativ dunkel, der Bodengrund ist relativ dicht, also dass man die sieht, ist schon ja Glück, muss ich sagen. Deshalb kann ich auch nicht sagen, ob ich da jetzt schon mal Nachwuchs irgendwie erwartet habe oder nicht, bezogen auf den Beta, weil da ja auch immer die Frage kommt, ob der sich mit Garnelen versteht. An die erwachsenen Tiere geht er nicht dran, viel zu groß für den. An Jungtiere würde er wahrscheinlich dran gehen, deshalb kann ich das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob da nicht schon mal Jungtiere waren, die dann eventuell gefressen wurden oder nicht. Das ist also etwas, da kann ich wirklich keine gesicherte Erkenntnis zu geben, aber zusammen mit den großen Garnelen funktioniert das bei mir absolut problemlos, auch zusammen mit den Schnecken. Thema Beleuchtung, dir wird sicherlich aufgefallen sein, wenn du die anderen Videos noch meine Bilder auf Instagram kennst, dass hier mittlerweile eine andere Lampe drüber ist. Eigentlich war hier die Daytime Echo drüber. Ich habe das Ganze jetzt gerade wieder getauscht gegen eine ADA Aquasky G, weil ich mit der Daytime Echo noch ein anderes Projekt vorhabe. Die brauche ich einfach für was anderes. Deshalb ist jetzt hier die Aquasky G wieder drüber. Macht das ganze Becken so ein bisschen grünlicher. Naja, ja auch das G im Namen steht ja für Green. Ist aber noch völlig okay. Das Gute ist eigentlich, dass die Lampe für die Höhe dieses Beckens nicht zu hell ist und deshalb gerade hier auch für den Beta relativ gut funktioniert. Und der fühlt sich wirklich top wohl da drin. Sieht klasse aus. Das Schimmern auf diesem Tier ist wirklich einmalig, muss ich sagen. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes Tier. Je nachdem, wo er steht, ist er blau, ist er schwarz, ist er silber. Ganz faszinierender Farbwechsel. Und ich bin insgesamt mit diesem Becken wirklich extrem zufrieden. Das kommt wahrscheinlich dem am nächsten, was ein Biotop-Aquarium wäre für dieses Tier. Wobei natürlich die Pflanzenauswahl dann wieder nicht passt, ne, hin und her. Aber ich denke wirklich, dass das Becken sehr gut und sehr vernünftig eingerichtet wurde für den Wetter und trotzdem geil aussieht. Und für mich aktuell von den Becken, die ich hier stehen habe, tatsächlich mein Lieblingsbecken, weil es sieht gut aus und man hat sehr wenig Arbeit damit. Das 40er Diorama hinten sieht auch geil aus, hat man aber sehr viel mehr Arbeit mit. Deshalb sowas hier ist schon wirklich, wirklich nett, da noch stehen zu haben und mit dem Tier, was da durchschwimmt, das ist halt einfach echt wunderschön.